Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir haben zuletzt den Bären getötet. Ich bin stolz auf mich. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter rein. Ich schaue noch mal eben hier, ob wir was übersehen haben. Aber ich glaube, wir haben alles eingesammelt, was wir hier einsammeln konnten. Ja, es geht also weiter in diesen merkwürdigen Gang hinein. Okay, es sind Reflexionen. Ausgefeilte Pläne. Suchen Sie entlang des mongolischen Wegs nach Spuren der verlorenen Stadt. Gletscherkaverne. Das sieht ziemlich gefährlich aus. Ist hier noch irgendwas oder muss ich? Ich glaube, ich muss. Ich springe da jetzt einfach mal hin und halte mich fest, wenn es geht. Oh, das war so klar. Verdammt. Du hast es ja noch überlebt, Lara. Wir gehen mal hier rein. Das sieht so irre cool aus, Leute. Bin echt begeistert von der Grafik. Scheiße, das wird echt kalt. Das ist schon die ganze Zeit scheiße kalt, Lara, aber irgendwie ging's ja noch. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Wie, ich finde die versteckte Information nicht. Die versteckte Information. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Aha, ein Pfeifpfeil. Wie cool. Und ich habe die Information bekommen. Bei der Krone übrigens nicht. Das werde ich jetzt nochmal machen. Kann ich da nochmal rein in die Relikte? Wo habe ich denn sowas? Dokumente, Relikte, da war doch hier irgendwo diese Krone. Prinzenkrone, genau. Die kann man nämlich nochmal angucken. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Da muss doch irgendwas jetzt noch zu finden sein. Irgendwas habe ich nicht entdeckt. Das ist doch merkwürdig. Ich habe es mir doch jetzt ganz genau angeguckt. Zwar ist sie immer falsch rum, die dusselige Krone, aber so. Was habe ich jetzt hier übersehen? Ich verstehe es nicht. Bei der Krone soll doch noch was sein? Keine Ahnung. Und dann ist hier noch was? Knochenpfeilspitze? Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Die hatten wir ja gerade eben schon. Okay, also es wird ja auch angezeigt, was man hier sich noch näher angucken kann. Dann wollen wir mal. Das Schöne ist, dass ich jetzt mich nicht mehr verirren kann. Halten, LT. Oh, sie will hier tauchen. An diesem Ort. Alter. Lara, ist nicht dein Ernst. Loslassen, auftauchen. Ey, das ist doch... Das überlebt man doch nicht so einfach, oder? Schneller, gerückt, schneller zu schwimmen. Dann will ich hier nochmal rein. Ja. Eine Peisse diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des Mongolischen Reichs sprechen. Mhm. So, und jetzt muss man das hier richtig drehen. Ich glaube, man muss die Dinge richtig drehen, damit sie sie auch lesen kann. Hier steht, bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Mhm. Hm. Ja. Lara, die Reliktejägerin. Ein Lager. Ich würde sagen, sie wärmt sich jetzt mal richtig auf. Aber warum brennt's hier? So mitten im Nirgendwo ein Lager. Na denn? Okay, wir können uns aber um weitere Fähigkeiten kümmern. Unter anderem. Zum Beispiel können wir Kämpfer wieder machen. Jäger und Überlebender. Hier hatten wir zwei gemeistert von Jäger. Jetzt werde ich mal den Überlebenden irgendwie mal starten. Schnelle Herstellung von Wurfobjekten, Munition im Lauf. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr Erfahrungspunkte. Stellen sie aus rotem Benzin, kann es in Bomben und aus Pfennig und Funkgerät Annäherungs... Minen her. Das werde ich mal machen.
Stellen Sie... Ja, habe ich ja gerade vorlesen. Okay. Ja, kann ja nicht schaden, weil wir diese Kanister ja schon gefunden hatten. Und dann hätte man daraus ja schon wieder was bauen können. Okay, das war die eine Sache. Habe ich sogar noch einen. Das ist ja toll. Dann werde ich da natürlich den Kämpfer mal machen. Dickhäutig. Sie erleiden weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffen. Der Effekt verstärkt sich mit der Herz-aus-Stein-Fähigkeit. Das kann ja nicht schaden eigentlich. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Eisenhaut. Ausweichkonter. Ist auch gut. Effizienter. Ich mache mal den Ausweichkonter. Ich finde den immer sehr, sehr gut. Ja, der war mir bisher immer sehr praktisch. So aus meiner Erfahrung her. Kann ja wohl nicht schaden. Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Gehen wir mal rein in die Waffen. Und machen unseren Bogen mal besser. So, was können wir denn dann mal machen? Wir können jetzt hier die Griffumwicklung verbessern. Das tun wir doch gleich mal. Der umwickelte Griff verbessert die Handhabung des Bogens und ermöglicht eine schnellere Zielgeschwindigkeit. Das ist super. Mit dem Bogen arbeite ich ja auch immer gerne. Ach, und wo wir gerade bei Waffen sind, das letzte Mal wusste ich auch nicht mit den Outfits, wie es geht. Hier haben wir es dann. Ich möchte mein Outfit ändern. Lederjacke, Expeditionssack haben wir jetzt an. Whiteout-Jacke, moderner Wintermantel mit Wärmeschutz, ganz in weiß. Helle Farben helfen im Schnee nicht aufzufallen. Blaues Henley-Shirt, blau. Können wir die nicht mal alle einfach angucken? Die Lederjacke einmal bitte. Das ist wahrscheinlich so ihr Grundoutfit, genau. Das hatten wir gerade eben an. Ich glaube, das Whiteout-Jacke ist bestimmt das, was ich nehmen werde, so. Sieht so ein bisschen winterlich wenigstens aus. Im Schnee nicht auffallen ist auch genau unser Ding. Hier hätten wir dann einmal das blaue Hölle-Shirt für 9,99 €. Und den das Geistweber-Outfit, verbliebenen Outfit, das von ihrem byzantinischen Erbe inspiriert ist. Outfit-Bonus, manuelle Heilung. Gewährt die Chance, Wunden zu verbinden, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Das ist ja toll. Ich glaube, das ist das Outfit, was ich bekommen habe, dafür, dass ich das Spiel vorbestellt habe. Ich glaube, das kann man sonst vielleicht ja nicht gerade benutzen. Vielleicht gibt es das als CSC oder weiß ich nicht. Aber keine Ahnung. Dann haben wir noch das Sperber-Outfit. Helles Felloberteil mit einem grauen Schal. Ideal für die Jagd im Schnee. Das ist auch schön. Das ist natürlich auch schön gerade, aber im Moment muss ja auch schwimmen. Ist das dann so richtig mit Fell und nass? Und ich weiß nicht. Antike Vorhut. Gewebtes Kettenhemd mit langärmeligen Strickshirt und Lederriemen. Solider Schutz für jedes Abenteuer. Outfit-Bonus. Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Antike Fort. So, dann hätten wir noch den sibirischen Waldhühner. Grünes, langärmeliges Shirt und eine leichte Taktikweste. Praktische Kleidung, sowohl für Erkundungen als auch Kämpfe. Outfit-Bonus erhöht die Tragkapazität für jegliche Spezialmunition. Boah, ich weiß überhaupt nicht, was hier eigentlich als Standard an Outfits jetzt drin ist und was jetzt mein Bonus ist. Unsterblicher Wächter. Antike dunkle Metallausrüstung mit einer Bärenfellkapuze. Tracht der Elite-Wächter von Kitesh. Outfit-Bonus reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Wow, okay. Echt viel Auswahl diesmal. Gar nicht schlecht. Das letzte Mal hatte ich das ja in der Game of the Year Edition vom Tomb Raider 2013. Da habe ich ja auch im Spiel dann da schön die Outfits gezeigt. Aber das ist schon echt cool. Ich glaube, ich nehme mal erstmal vorerst zumindest die Whiteout-Jacke. Einfach moderner Wintermantel, Wärmeschutz, ganz in weiß. Wir sind ja gerade im Schnee, wollen auch nicht gesehen werden. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. So, und jetzt haben wir hier noch die schnelle Reise, weil wir sind ja hier neu. Haben 2 von 3 Relikten schon mal gefunden, 0 von 4 Dokumenten und ja, wir sind anscheinend an einem neuen Ort. Das macht ja nichts. Finde ich aber sehr, sehr, sehr cool, dass ich das jetzt rausbekommen habe. Was können wir denn jetzt noch machen? Ach, da ist noch was, was ich benutzen kann. Okay. Ich finde, das passt jetzt auch besser vom Outfit her in diese Gegend einfach. Ja, dann spring. Spring! Optionale Herausforderungsgrab. Finden Sie einen nahegelegenen Eingang. Das soll hier irgendwo sein? Echt? Muss ich dann wieder zurück oder wo? Oder wie? Na gut. Ist zwar optional, aber eigentlich etwas, was ich unbedingt finden will. Eine byzantinische Kriegsgaleere.
Wie zum Teufel kommt die hier runter? Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das ist doch der Wahnsinn, wie toll das aussieht. Ist jetzt hier auch das Grab oder ist das jetzt schon das Grab? Ich glaube nämlich, wir sind hier gerade eher auf dem Hauptweg. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. So, was kann man denn hier jetzt machen? Kann ich hier irgendwas abschießen oder nicht? Da kann ich doch hin. Frag mich immer, ob ich hier irgendwas abschießen kann, so wegen Belohnung und blablups. Eisschiff. Optionales Herausforderungsgrab. Da oben muss irgendwas sein. Das ist unser Grab. Okay. Rauf mit dir auf den eisig glatten Pfosten. Fall. So. Und drücken. Ja, was holen wir denn jetzt hier runter? Warte, das kannst du noch mitnehmen. Was kann ich jetzt hier machen? Okay, da kann ich, glaube ich, nichts machen. Kannst du mal hier runtergehen? Das muss ich jetzt erstmal kapieren hier. Und hier ist noch was. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Ein Ritter des Trinity Ordens verfolgt den Propheten ungeachtet aller Hindernisse, ja. Ach, was soll ich dazu sagen? Sprachkenntnis erhöht, kann jetzt Griechisch der Stufe 2 übersetzen. Das ist auch gut. Und denen geht's nicht mehr so gut, die hier so sitzen. Ich kann jetzt hier hoch. Muss ich das aber irgendwie... Oder kann ich hier hinter mich jetzt springen? Kannst du hier nicht einfach mal ein bisschen noch höher hopsen? Nee, irgendwie nicht, ne? Ich hab doch das Ding da jetzt runtergeholt. Das muss mir doch irgendwie geholfen haben. Kann ich das irgendwie abschmettern? Und da vorne... Oh, ja. Da kannst du auch richtig schön runterfallen, wie ich sehe. Das ist schön. Ja. Ja. Das habe ich mir fast gedacht, dass mir das passiert, aber ich wollte wissen, ob ich da irgendwie hoch kann. Aber habe ich mir gedacht, dass es nicht geht. Ja, wo soll ich denn dann jetzt hoch? Irgendwas muss ich hier tun können. Ich muss das Eis aufbrechen. Ja. Das kriegst du natürlich so nicht hin. Also, nur hier kann sie auch nicht hinspringen. Kann ich das denn mal aufbrechen? Wie denn? Lara, sag doch mal, wie ich das aufbrechen kann. Irgendwas muss man hier machen. Also, wenn das Eis unten ist, dann komme ich da natürlich hoch. Deswegen glaube ich nicht, dass ich da jetzt irgendwas machen kann. Ich muss hier irgendwas machen können. Aber das bringt auch irgendwie nichts. Und wenn ich da einfach so ein bisschen nochmal rumbalanciere, weil ich das jetzt da so... Und dann springe ich da hin oder so?
Hier so? Ja, weil das würde sich auch jeder einfach trauen. Genau. Ja. So, so, so ist doch gut. Ja, geschafft. Der Hammer, Lara. Lara, du bist der Hammer. So, jetzt hängen wir hier oben im Nirgendwo. Krass. Kann ich hier? Ja, kann ich. Und wenn ich das jetzt loslasse, kommt es wieder hoch, oder? Aber es macht das Ding kaputt. Kann ich das auch da ran? Nee. Mache ich damit das Eis nach und nach kaputt? Nein, damit mache ich es nicht kaputt. Hm, jetzt ist Timing gefragt. Irgendwas muss ich ganz schnell hier machen, ne? Damit ich mich da nämlich ganz schnell ranhängen kann. Kann das sein? Das wird schwierig. Ja! Yippie! Geschafft! Mal sehen, was da oben ist. Wie toll. Hoch mit dir. Mit unserem neuen, coolen Winteroutfit klettern wir die Gletscherkante empor. Mal gucken, was wir hier beim Grab entdecken werden. Wenn es denn ein Grab ist, aber ich glaube schon. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Tja, hier haben wir ein paar Münzen noch. Da geht's, glaube ich, wieder volle Kanne runter. Aber wir haben Grab entdeckt und noch ein paar andere schöne Sachen. Ist hier unten noch was? Ja, hier. Und das. Es ist getan. Wir werden hier sterben. Caraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen, und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Der Kapitän des alten Schiffes bereitet seine Rache vor. Die haben es auch wahrscheinlich nicht geschafft, haben mir schon gedacht. Hier sind noch ein paar Pfeile, die wir mitnehmen können. Karte aktualisiert, Geheimnis entdeckt. So, und jetzt kommt das Beste von allem. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu zwei Pfeile ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Schießen Sie rasch Pfeile ab, indem Sie nach Abschuss des ersten Falls schnell linke Maustaste drücken und loslassen. Ich benutze aber keine Maus. Grab abgeschlossen. Eisschiff. Das ist so schön. Man freut sich immer voll für Lara irgendwie, oder ich zumindest so.
wenn sie dann wieder was gefunden hat und ihrem Traum näher kommt. Ich hoffe, wir haben jetzt hier alles beim Grab mitgenommen. Ich glaube schon. Das war also das Grab. Und jetzt geht's abwärts. Hui. Yay. Der schnelle Weg zurück. Sehr cool. Du solltest eigentlich dahin springen. Müssen wir jetzt wieder ins Eiswasser? Das ist nicht schön. Dann runter mit dir. Das war knapp anscheinend. Ich glaube, es ist einfach zu kalt für sie, als dass sie da so lange unten bleiben kann. Ich heile mich mal. Sehr schön. Was auch immer sie da immer macht, klingt immer, als ob sie einfach nur einen Reißverschluss zuzieht und dann ist schon okay. Da ist noch was. Nimm das mal mit. Jetzt guck's doch nicht nur so an von oben. Er hat das Land der Russ durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetloyar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert. Und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Mhm. Immer dieser Prophet. Irgendwann wissen wir bestimmt, wer das ist und was da so hinter steckt. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Noch was übersehen auf dem Weg? Man weiß ja nie. So, hier rüber. Bitte nicht abstürzen. Sowjetanlage. Und da ist das nächste Lager. Ich glaube, ihr ist auch ziemlich kalt. Und nebenbei mache ich mal hier so ein bisschen Screenshots noch mal. Lauf mal hin. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Tja, schauen wir mal. Wir werden im nächsten Part sehen, was weiter auf uns zukommen wird, Leute. Schaut wieder rein, ich freue mich drüber. Wir sehen uns in Rise of the Tomb Raider. Bis dann.